gehe gerne an meine Grenzen. Man weiß, okay, jetzt kommt es drauf an. Und jetzt muss ich 100% bei der Sache sein. Geh ganz kurz zurück und dann stupst du uns raus aus dem Flugzeug. Du musst den Kopf in den Nacken nehmen, also quasi richtig nach oben gucken. Ja. Kannst Daumen zeigen oder Peace oder sonst was. Gut, dass ich nicht so viel kann. Ja, guck mal, super, ne? Aus wie, guck mal, ich sehe mittlerweile auch aus wie ein falscher Springer. Hey! Angst habe ich nicht, wirklich nicht. Ich wollte schon immer Bungee-Jumping machen, schon vor meinem 18. Lebensjahr. Da hat es mir meine Mutter nicht erlaubt. Sie meinte, sei erst mal 18. Ja, und leider kam der Unfall dazwischen. Ne? Oh, jetzt darf sie herausspringen. Und sie freut sich. Bei dem Sprung sieht man nicht, dass ich Rollstuhlfahrerin bin. Und ich fühle mich dann auch nicht wie ein Rollstuhlfahrer. Es ist sehr, sehr schnell, sehr windig. Man fällt einfach und man fällt eine knappe Minute. Also einer, der ganz verrückte Sachen macht, das müsste Anne dann auch mit sein. Anne! Da ist sie wieder! Glückwunsch! Das war schon richtig schön. Das ist einfach nur fantastisch. Also am liebsten direkt in den nächsten Flieger rein und nochmal.